Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nioh. Beim letzten Mal haben wir vier Minibosse erledigt. Onryoki, Hinoenma, Yorogumo und Nue. Mal wieder. Und dadurch ist jetzt dieser Fahrstuhl hier freigeschalten. Und ich hoffe, nach dem Fahrstuhl kommt nicht direkt ein Boss, weil wir nicht jedes Mal wieder den Fahrstuhl nach unten schicken. Ich schicke den Fahrstuhl jetzt schon mal nach unten. Einfach für den Fall, dass ich hier sterbe. Was wahrscheinlich ist. Wetten, es ist ein Boss. Guckt euch mal die Tür an. Wir machen auf jeden Fall das, das und das. Ja, natürlich ist es ein Boss. Es kann jetzt nicht viel, Just in time. I have resurrected the most feared overlord in all Japan, Nobunaga Oda! The flames of war will envelop this country once again! Ijin-yo! Washi wa ima! Ach, der hat wieder einen neuen Schutzgeist, eh? Von denen gibt es auch ganz viele. Können wir ihn staggern? Wir können ihn staggern. Oh, nö, 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 nö. Oh, bitte nicht so ein... Okay. Belebte Waffe. Ich hasse belebte Waffen. Da kriegen wir den Debuff drauf. Naja, das wird jetzt natürlich nicht beim First Strike klappen. Aber wir können ihn staggern, zumindest wenn er keine belebte Waffe hat. Ich glaube, das ist nicht der Fall, wenn er eine belebte Waffe hat. Okay. Das hat mich abvisiert, das ist ungünstig. Und er hält ziemlich viel aus. Jetzt hat er Wasser. Der hat wohl alles. Da muss ich aufpassen. Jetzt kann ich angreifen. Jetzt hat er keine belebte Waffe. Und kann aber dann trotzdem zu Tode gekombot werden. Der Fight ist cool. Und jetzt kommt der große Rotz an der ganzen Geschichte. Es gibt so einen Scheißfahrstuhl zwischen dem Bossfight und uns. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sterbe, müssen wir uns wieder hier hochfahren. Der Fahrstuhl ist elend langsam. Es ist einfach nur schlecht designt. Schreien nach dem Boss, nach dem Aufzug, nicht vor dem Aufzug. War auch schon bei Dark Souls ein Riesenproblem. Also gerade Dark Souls 3 war da eine absolute Katastrophe. Naja, wir buffen uns. Viel mehr kann man hier, glaube ich, auch nicht wirklich tun. Okay, da sind wir irgendwie ein bisschen durcheinander gerusht. Der hält super viel aus. Okay. Super schwierig, allen auszuweichen. Aber jetzt können wir ihn wieder unterbrechen. Er frisst halt kaum Schaden aktuell. Obwohl ich Buffs drauf habe. Jetzt kommt Wind. Das sind einfach zwei Wellen. Ich glaube, den können wir ausweichen. Jetzt können wir wieder Schaden machen. Oh shit, ich habe keine Ausdauer mehr. Schlecht. Okay, da kommt, kann er diesen Zwei-Angriff machen. Und abvisieren. Aber ich glaube, dann hat er eine kleine Downtime.
Ich traue mich momentan irgendwie nicht so ganz, ihn zu debuffen. Oder mich zu buffen. Er ist sehr schnell. Ja. Da muss ich aufpassen auf den zweiten Hieb. Voll erwischt. Machen wir keinen Schaden. Das heißt, wir können gerade so gut einfach ausweichen. Das ist Erde. Oh. Es hält glücklicherweise nicht so lange. Was machen die Dinger genau? Irgendwas Übles. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist unser Debuff weg. Das heißt, wir können wieder Schaden machen. Okay, jetzt wieder nicht. Ich habe gedodged. Ich habe auf Dodgen gedrückt. Wasser. Er hat alles. Okay, ich darf nicht angreifen, wenn er eine belebte Waffe hat. Ich kann ihn nicht staggern. Vielleicht ein bisschen... Ah, nee. Er ist zu schnell. Ich könnte ein Hit vielleicht. Ein Hit. Maximal. Ein Hit kriege ich hier rein. Das ist auf jeden Fall ein schwieriger Boss. Primär, weil er auch so viel aushält. Und ja, die Fahrstuhlgeschichte. Ich meine, der Weg an sich total ist nicht so weit. Es ist einfach ätzend. Ich weiß aber auch nicht, ob die ganze Buff-Geschichte, die ich hier tue, ob sich das lohnt. Wir müssen mal gucken, ob ich wirklich mehr Damage mache. Ah, also Wasser. Ich habe das Gefühl, generell Elementarschaden ist bei ihm nicht gut. So. Zweiter hat mich wieder erwischt. Okay. Da kann man hin. Vielleicht können wir ihm die KI irgendwie abziehen. Das habe ich noch nicht probiert. Wobei er halt immer eine belebte Waffe, ne? Okay, jetzt kommt das wieder. Ich denke, da müssen wir uns einfach von den... okay, Blitz hat er auch. Ich weiß nicht, was jetzt da genau das Spezialdings ist. Okay, das ist Nios Style. Dem kann man eigentlich relativ einfach ausweichen. Da weiß ich noch nicht... Oh nein, das war falsch. Scheiße. Okay, jetzt kommt das. Ich weiß nicht, ob wir dagegen wirklich was unternehmen können. Oder einfach warten müssen, wie gesagt, bis es ausläuft. Ich habe das Gefühl, darauf läuft es aus. Nein! Zu Tode gestunt. Ah, scheiße. Problem ist, ein Siedler wird wahrscheinlich nicht lang genug halten für den Kampf. Er stunt. Ich darf mich nicht von dieser Combo erwischen lassen. Er macht nicht so viel Schaden. Es ist im Prinzip nicht so übel. Ich muss halt einfach ein bisschen aufpassen. Ich war da zu greedy. Wenn er die belebte Waffe hat, wirklich nur ein, zwei Hits und dann wieder weg. Und auf die KI achten. Das ist so das Einzige. Dann buffen wir uns neu. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch irgendwie kurz debuffen kann, ob ich am Anfang ein bisschen Zeit habe. Dodge das einfach. Okay, das bringt nichts.
Okay, Feuer. Ach, stimmt. Belebte Waffe. Und ich... Das hat mich das Feuer zu Tode gekickt. Ich vergesse immer, belebte Waffe werde nicht gestunt. Muss ich erstmal in den Kopf reinkriegen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich guck mal. Ich glaube wahrscheinlich, ab dem nächsten Mal werde ich den Weg hier rausschneiden. Das ist für mich selbst eigentlich schon fast nicht zumutbar. Ich weiß nicht, wie ich es euch zumuten kann. Aber ihr sollt ein bisschen sehen, wie ich leide durch den Aufzug. Deswegen muss das ein paar Mal mit rein. Das Gute bei YouTube ist ja, man kann das ja einfach überspringen. Einfach vorspulen. So. Ich habe das Gefühl, Blutbad ist hier eigentlich auch fast schon von für den Arsch. So. Was machen wir? Ah, Mist. Genau. Das war... Ja, jetzt kann ich keinen Schaden machen eine Weile. Beziehungsweise ich kann schon. Ich mache halt einfach eher wenig. Ich soll es trotzdem tun. Weil dann zumindest er nichts machen kann. So, Feuer, das... Die Spezialdings ist der Überkopfangriff. Genau, den meine ich. Aber dann ist die belebte Waffe auch wieder weg. Habe ich das Gefühl. Wenn er seine Spezialdings macht, dann ist die belebte Waffe weg. Genau, eins. Oh, wir rennen hier ein bisschen im Kreis. Natürlich kann er dann direkt die nächste belebte Waffe machen, weil es ist ja ein faires Spiel. Und konsistent, ne? Okay, das war schlecht. Das war gut. So, jetzt müssen wir Damage machen. Wir machen eigentlich ganz guten Schaden, merke ich gerade. Wenn wir ihn mal ordentlich treffen, dann machen wir eigentlich ganz ordentlichen Schaden. Okay. Jetzt kommt Wasser wieder. Na komm, mach dein Dingens. Ja. Ist schwierig. Ist schwierig auszuweichen. Ah, ich denke immer, macht dann den Charge-Angriff à la Munashige, wenn er das macht. Hat irgendwie die gleiche Animation. Mist. Okay, das war grottenschlecht. Feuer. Mist. Übercharge. Da muss ich immer wieder neu anvisieren. Ich komme halt momentan nicht wirklich dazu, Schaden zu machen, weil er immer... Eins. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Es sind zu viele, um zu zählen. Das ist halt mühsam, weil es uns sehr, sehr einschränkt. Aber was will man tun? Das ist jetzt halt so. Da konnte ich fast nicht ausweichen. Ich hasse Wind. Eigentlich geht es zum Ausweichen, wenn man weiß, dass es kommt. So, jetzt hat er keinen Buff. Natürlich kommt jetzt direkt wieder einer. Man darf ihn nicht zu sehr zur Ruhe kommen lassen, weil dann fängt er sich wieder an zu buffen. Was natürlich ungünstig ist. Holy shit. Ich trau mich nicht, da reinzugehen.
So, Blitz ist eigentlich relativ harmlos. Wasser ist gefährlich. Und Erde ist gefährlich. Nee, nicht Erde, hier Wind. Mist. Ich dachte, es kommt ein anderer Angriff. Okay, jetzt müssen wir angreifen. Geht dann auch relativ schnell wieder weg. Wir haben fast keine Elixiere mehr. Das wird hier in diesem Versuch nichts. War ich ein bisschen zu greedy wieder. Okay. Mist. Ich sollte mich auch mal neu buffen. Jetzt kommt Feuer. Und hat er mich noch erwischt. Der Sauhund. Okay, na gut, wir dürfen uns nicht mehr treffen lassen, sonst sind wir tot. Okay, da hat er sich jetzt ein bisschen... Was passiert jetzt? Jetzt kommt die zweite Phase, oder wie? Weil er war noch nicht tot. Okay, was war das? What are you waiting for? Kono Nobunaga o riyou shiyou to wa mikubirareta mono yo. Dareka ni tsukawareru no wa omoshiro nai. Tawamure wa owari ja. Plot twist. Okay, interessant. ただの改まとして蘇らせようなどと風流の分からぬ漬物よ跳ねた首流れた血も茶の湯も舞も混然たる我が姓ウヌラの神のように復活するも悪はないが Das hat mich jetzt hier überrascht, dass der Bossfight, so wie es aussieht, frühzeitig beendet wurde. Fool of a Samurai. You wasted my time. Er verduftet natürlich wieder, also nicht, dass ich jetzt gerade sehr traurig bin. Darüber, weil wir hatten keine Elixiere mehr. Wo sind wir hierher gekommen? Moment, ich habe aber nicht die ganze Zeit diesen Schrein übersehen, oder? Bin ich jetzt die ganze Zeit... Hier ist der Aufzug, oder? Nee. Hä? Moment, erstmal kurz rasten. Für den Fall, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Wir haben nicht mal Amrita gekriegt. Für den Bossfight. Gut, ich meine, wir haben ihn nicht besiegt, ne? Macht Sinn in dem Sinne, aber... Hier ist der Aufzug. Okay. Nee, dann bin ich doch nicht dumm im Kopf. Ich dachte schon, hä, wenn ich jetzt hier einen Schrein übersehen habe, das wäre ja übelst peinlich gewesen. Aber gut, ja. Ist ein bisschen schade, dass wir den nicht komplett besiegt haben. Das wäre irgendwie interessant gewesen. Ja,
ich wäre gestorben, wenn er nicht, wenn jetzt nicht die Cutscene gekommen wäre. Er hätte es dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Versuch dann geschafft. Also ich hatte jetzt dann schon das Pattern so ein bisschen draußen, wusste, was er so machen kann. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.